Perfektionismus liebevoll loslassen ist mein heutiges Thema für dich. Und ich habe drei Methoden mitgebracht, die wirklich funktionieren. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine leidenschaftliche Malerin. Und mir verhalf die Malerei tatsächlich zu einem Leben ohne Alkohol, Medikamente und Drogen. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Genesung im Dialog. Ja, hier sind wir schon mittendrin. Also ich empfehle dir tatsächlich ja, so älteres Papier, Papierreste und Musik. Also ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen Hardrock aufgelegt. Und jetzt geht's einfach mal los. Methode 1, spielerisch klecksen. Klecks doch einfach mal rum. Und ja, du siehst, ich mache das da wild am Sonntag und drunter und drüber. Und die Übung ist, fühl mal rein, also oder wie fühlst du dich dabei? Nimm gerne auch die Hände mit dazu, also mit Händen zu malen empfehle ich immer. Ja, und mach mal so Patschi-Patschi-Kuchen. Da kann man sehr gut wieder von Kindern lernen, finde ich. Also für die ist ja Perfektionismus ein Fremdwort, ne? Also spielerisch, geh spielerisch an das Thema ran. Ja, das ist wieder die flüssige Special Acrylfarbe. Ich liebe sie. Und dieses spielerisch Aquarell malen, das kann man einfach nicht kontrollieren. Aquarellfarben lassen sich sowieso nicht kontrollieren. Das geht nicht. Das mögen die nicht. Und du siehst, mit diesen paar Effekten, da ein bisschen rumpanschen, ja, tanz auch ruhig ein bisschen rum, entstehen wirklich ganz tolle, ja, so Muster. Das kriegt man, das kann man auch nicht duplizieren, man kann es nicht kopieren. Ah, und jetzt wird es spannend. Methode 2, Überraschungen akzeptieren. Also, das ist viel Wasser auf dem Papier. Sehr viel Wasser. Ich empfehle dickes Aquarellpapier bei so einer Technik. Und jetzt aufgepasst, meine Lieben. Mumm. Ich war selber so baff. Wo das, also ich meine, es ist jetzt nicht so meine Technik, ne? Ja, wow. Innerhalb von 30 Sekunden. Ja, Ende Februar, also 24 wohlgemerkt, ne, findet mein erstes Live-Webinar statt zum Thema Perfektionismus. Eieiei, loslassen. Und wenn du Lust hast, kannst du dich gerne anmelden. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen würden. Also viel Spaß weiterhin und tschüss. Ja, und die Methode 3, stell dir Fragen oder stell dir die richtigen Fragen. Ich als Therapeutin habe ja auch gelernt während meinen Ausbildungen, dass man durch die richtigen Fragen eigentlich auch die Antworten erhält. Und ich habe es jetzt mal notiert, zusammengeschrieben, was mir dabei eingefallen ist. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Und zwar, welchen Nutzen hat mein Perfektionismus für mich? Was bringt dir Perfektionismus? Welche Stärken ruft Perfektionismus hervor? Dann, welche Gefahr birgt mein Perfektionismus für mich? Ich mache es jetzt so, dass ich die Fragen unten mit in die Beschreibung, in die Videobeschreibung mit einfüge. Es sind mehrere Fragen. Also ich bin ja ein Fan von Tagebuchschreiben. Ich mache das ja seit 22 Jahren. Habe einen ganzen Schrank voll übrigens.
Ah ja, das ist hier mein Maltagebuch. Genau, und da sieht man auch, da ist nichts perfekt. Gar nichts. Und das macht so viel Spaß. Also die Fragen kommen unten rein in die Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich gerne über eine mögliche Zusammenarbeit. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß weiterhin und bis bald. Tschüss!